Darf ich mal nachfragen? Sie haben vorhin gefragt, die drei wichtigsten Punkte auf diesem Zettel. Ja. Wenn Sie die aufschreiben würden, was würden Sie dann sagen, was Sie machen würden? Dass jeder Mensch was zum Essen hat, dass jeder Mensch was zum Trinken hat und dass jeder Mensch eine Wohnung hat. Dann braucht man kein Fleisch. Ja. Dann braucht man keine Pflegeversicherung, dann braucht man keine Altenversicherung, dann braucht man keine Rentenversicherung, dann braucht man gar nichts. Weil dann hätten wir ja was zum Essen bis zum Schluss. Dann brauchten ja all die Leute bei uns in Deutschland nicht in der Wärmestube gehen, weil sie kein Heizöl mehr kaufen können. Also das, denke ich mal, ist doch das Einfachste. Ja, aber es ist nur die Frage, also wie macht man sowas? Nicht? Also Frau Wittschorck-Solbert wahrscheinlich, sie hat es ja auch eben beifallgeklatscht, das sind so allgemeine, schöne Forderungen, aber wie macht man das, nicht? Das ist Politik. Das weiß ich nicht, für das bin ich kein Politiker. Ich bin nur derjenige, der irgendjemanden wählen muss, dass der was für mich macht. Und ich sage mir halt, die Grundvoraussetzungen zum Überleben sind die, dass ich was zum Essen habe, zum Trinken habe und zum Schlafen. Ja. Wohnen, Schlafen, ist für mich dasselbe. Also man hat sich also sozusagen so Art den Protestsänger derjenigen genannt, die eigentlich sonst keine Stimme haben. Also die Leute, die zu Ihnen ins Konzert kommen, das sind die, die eben die Wohnung nicht mehr bezahlen können. Genau. Nicht? So, und das sind die Leute, die vielleicht auf der Straße liegen und die, ich weiß nicht, es kostet wahrscheinlich sehr viel bei Ihnen, ins Konzert zu gehen, aber auch die 10 Mark oder 20 Mark nicht haben und dann über den Zaun steigen. Jetzt sagen Sie doch mal, hier ist eine Spitzenmanagerin, hier ist ein Wissenschaftler und hier ist eine berühmte Politikerin aus dem SPD-Parteivorstand. Nun sagen Sie mal denen, warum haben im Klartext diese Leute, die dahin kommen, die Schnauze voll von der Politik? Weil nichts passiert. Ja, das ist alles, weil nichts passiert. Es passiert nichts, es wird nur immer geredet. Der eine versucht, einen Skandal von dem aufzudecken und der andere sagt, nein, das war ich nicht, das war der. Der dritte sagt dann wieder, das weiß ich ganz genau, das ist der gewesen. Es passiert nichts. Das ist das Problem in der heutigen Zeit. Ich glaube einfach, ja, wenn wenigstens nur ein Scheißdreck passiert, aber es passiert dann nicht einmal mehr Scheißdreck, es passiert ja gar nichts mehr. Wenn wenigstens ein Scheißdreck passieren würde, was passiert denn noch nicht mal ein Scheißdreck? Also Herr Leonhard kriegt gerade Nachhilfeunterricht. Das Russisch können Sie besser, nicht? Ja, aber das war wunderbar. Dann wollen wir Sätze. Frau Ludwig, Sie sind Münchnerin. Ja. Also Sie sind jetzt Dolmetscherin für Professor Leonhard und Frau Bischof-Zoll, Sie verstehen trotzdem alles, ja? Und notfalls kann ich dolmetschen. Ja, also es passiert nichts, das ist schon wahr. Aber ich meine, da müssen Sie die Politikerin fragen, warum sie nichts macht. Aber darf ich mal umgekehrt zurückfragen? Also ich habe meinen Bundestagswahlkampf 1990 gemacht, indem ich die Wahrheit gesagt habe und gesagt habe, Energie wird teurer, muss teurer werden, Arbeit muss ein Stück entlastet werden, Energie muss teuer werden, damit sich was rührt und damit die Erwärmung der Erdatmosphäre, der entgegenarbeitet. Wir reden doch nicht über Energie. Energie, das ist doch... Natürlich reden wir über Energie. Da reden wir heute über die ganzen Jugoslawen, die heute da unten verrecken und keiner macht was von den Politikern. Reden wir heute über die Energie, die geht mir am Arsch vorbei. Also, da muss also ich... ehrlich, da muss lieber friere ich ein bisschen, das sage ich Ihnen gleich. Lieber friere ein bisschen. Ehrlich wohl, lieber friere ein bisschen. Und wenn ich heute sowas her, wie gestern habe ich es im Radio gehört, dass irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie der geheißen hat, irgendein komischer Heinrich, der Weizsäcker, glaube ich. Der Weizsäcker sagt, oder irgendjemand hat gesagt, dass er seinen Willen zum Sparen dadurch zeigt, dass er sich kein Haus baut, sondern dass er in ein Schloss einzieht. Da muss ich doch lachen. Dass er was sagt? Jetzt muss ich schon lachen beginnen. Ja, dass er sich kein Haus baut, sondern dass er in irgendein Palast oder in irgendein Schloss oder, und wenn es bloß eine 10-Zimmer-Villa ist, einzieht. Der wohnt jetzt in einer 20-Zimmer-Villa. Der hat 15 Klos und 17 Badewannen. Und irgendwo gibt es Menschen auf der Welt, die haben nicht einmal eine Kloschüssel zum Neikacken. Geschweige denn zum Gesicht waschen. Ja, das ist für mich das. Ich kenne mich nicht aus mit Politik, aber ich sehe, dass nichts passiert. Und das reicht mir.